Guten Morgen. Ja, gestern bekam ich eine Mail. Also jetzt wundert mich das schon. Was heißt, es wundert mich eigentlich schon gar nicht mehr. Ich habe dieses Video genannt hier, was YouTube darf, ne? Und das darf ich auch. YouTube nimmt sich ein gewisses Recht heraus, ist ja auch logisch, ist ja auch Betreiber der Plattform, auch auf nicht monetarisierten Kanälen einfach Werbung zu schalten. Ihr habt ja wahrscheinlich gemerkt, ich bin seit letzten November komplett raus aus der Werbung. Also ich verdiene da gar nichts an den Videos, die ich mache. Und ich habe mir aber das Recht herausgenommen, eben mal auf diesen Grill hinzuweisen. Das war eine Idee von mir. Mein Gott, ja klar. Und wenn ich ihn verkaufe oder die Idee verkaufe, was ist so schlimm dran? Auch wenn ich ein widerständlerischer, in der Tendenz widerständlerischer Kanal wäre, schrieb jemand, das wäre dann überhaupt nicht passend. Mein Gott, ja und? Warum sollt ihr nicht schön grillen und warum soll ich nicht auch ein bisschen bei der ganzen Sache verdienen? Nicht, weil mich YouTube hiervon gesperrt hat. Nee, daran sterbe ich überhaupt nicht, an den paar Quietschern. Und genauso darf ich ja wohl auch auf dieses Thema, nämlich IQ ist nichts, Unbildung alles, hinweisen. Und dass ich darüber ein Buch geschrieben habe und dass ich da auch ein paar Quietscher dran verdiene an jedem Verkauf, das muss ja wohl möglich sein. Nochmal kurz, worum geht's? YouTube hat hier mir Folgendes geschrieben, das war gestern eine Mail, und zwar Änderung der Nutzungsbedingungen. Mit dieser E-Mail möchten wir informieren und so weiter und so fort. So, und das stieß mir dann doch ein bisschen sauer auf. Recht von YouTube auf Monetarisierung. YouTube ist berechtigt, alle Inhalte auf der Plattform zu monetarisieren. Okay, ja. Und Anzeigen in Videos von Kanälen einzublenden, die nicht am YouTube-Partnerprogramm teilnehmen. Das YouTube-Partnerprogramm ist das, womit man also auch Geld verdienen kann, indem man auf seinem Kanal zulässt, dass YouTube Werbung einblendet. Jetzt machen sie es einfach so. Also wundert euch nicht, dass ich plötzlich Werbung auf dem Kanal habe, eventuell, obwohl eigentlich ich selber davon nichts habe. Also YouTube macht das, damit YouTube, das arme YouTube, noch ein bisschen Geld verdient. Worum ging es auch? Ja, es ging um dieses Video. Ne, da regte sich jemand auf. Könnt ihr ja mal gucken. War Coco, ne? Mein blöder Name dafür. Trick fürs Grillen. Naja, ich habe extra auch Werbung als Werbung gekennzeichnet. Das hilft auf jeden Fall, dass YouTube einem da nichts kann, denn es wird einem ja auch ganz schnell geworfen, egal was man macht, dass man da gegen irgendwelche Bedingungen verstoßen hat. Und genauso zum Beispiel eins dieser Nachträge. Na klar, Nachtrag für dieses Buch und dass das rückwärts gesehen auch ein bisschen Werbung ist, okay. Aber ich sage immer wieder und Leute, ich bleib dabei. Ich mach was, macht auch was, aber macht's gut. Einen schönen Tag für euch alle. Also, bis denn. Tschüss.